Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Mein Name ist Silke Alsweiler-Lösch und ich bin die Geschäftsführerin des Vereins. Wie schön, dass Sie uns bei einer weiteren Podcast-Folge zuhören, mit der wir Sie alle in Corona-Zeiten unterhalten wollen. Blicken Sie mit mir und meinen Gästen hinter die Kulissen unseres Opernhauses. In einer Zeit, in der ein Opernhaus schweigen muss, wollen wir mit denen sprechen, die sonst im Haus für die wunderbaren Abende der Deutschen Oper Berlin sorgen. Wir sind erneut im Mausoleum, das Sie alle von den Einführungen mit Jörg Königsdorf kennen. Und es heißt im Hausjargon Mausoleum, weil hier die Büsten wichtiger Persönlichkeiten stehen. Natürlich ist für den nötigen Pandemieabstand auch zwischen meinem Gast und mir gesorgt. Heute bin ich im Duett mit Annika Schlicht, Ensemblemitglied an der Deutschen Oper Berlin. Annika, für alle, die dich noch nicht so gut kennen, fasse ich ein paar Stationen in deiner Karriere zusammen. Ich habe dich als Stipendiatin des Förderkreises in der Spielzeit 2015-2016 mit diversen noch kleineren und mittleren Fachpartien in Erinnerung. Und schon damals ist mir deine schöne, warme und ausdrucksstarke Stimme aufgefallen. Seit 5 Jahren bist du nun schon im Ensemble der Deutschen Oper Berlin und hast vor ein paar Wochen in der Walküre als Fricka debütiert. Da haben sich die Pressekritiken überschlagen. So ist in der Süddeutschen Zeitung von einem überzeugenden Debüt die Rede. Annika Schlicht singt ihren Göttergatten nicht nur mit dem Aplomb, also der Selbstsicherheit ihres echten dramatischen Mezzos, sondern auch mit ihrer durchdachten Textgestaltung an die Wand. Oder Annika Schlicht darf sich als makellose Fricka mit herrlicher Tiefe bejubeln lassen, wie die Frankfurter Rundschau schrieb. Da würde ich gerne ansetzen, Annika, und mit dir diese und deine anderen Stationen gemeinsam anschauen. Herzlich willkommen, Annika. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir das 9. Podcast-Duett wagst. Annika, du bist gebürtige Stuttgarterin, Absolventin der Hochschule Hans Eisler und ganz knapp über 30 Jahre. Und dennoch konnte ich bei der Einführung gerade nicht mal im Ansatz alle Stationen und Partien aufzählen, die du schon gesungen hast. Und das, obwohl du in der Zeit in einem Interview bzw. auch Podcast gesagt hast, dass du dir nie vorstellen konntest, überhaupt Opernsängerin zu werden. Warum also bist du Opernsängerin geworden und wie war dein Einstieg in die Opernwelt? Ja, das ist so ein bisschen unfallmäßig passiert oder aus einem Hobby wurde es auf einmal ernst, so rum eher. Also ich bin Berufsnebeneinsteigerin bzw. Quereinsteigerin. Ich hatte eigentlich erst einen anderen Beruf gelernt, bin gelernte Damenmaßschneiderin. Ah, und das wusste ich auch nicht. Ja, habe das gemacht und immer schon ganz gerne gesungen und als Hobby einfach Gesangsunterricht einmal die Woche genommen. Und meine damalige erste Gesangslehrerin Brigitte Hecker in Stuttgart hat dann quasi das Talent entdeckt oder hat da was gehört und ich hatte das Glück, dass sie immer einmal im Jahr eine Opernproduktion gemacht hat, so semi-professionell. Ja. Und in dem Fall war das von Ravel, L'Enfant et les Sortilèges. Und ich hatte das große Glück, das Kind, also die Hauptrolle spielen zu dürfen. Und da habe ich eigentlich so ein bisschen Blut geleckt. Das war dann die erste Bühnenerfahrung auf der Bühne. War das dann schon auf der großen Opernbühne oder wo habt ihr das gezeigt? Das war in einer Mehrzweckhalle eigentlich, aber mit Orchester dann und anderen natürlich anderen Sängern, die eben bei ihr auch in der Gesangsklasse sind, also Musikschule, so war das. Ja. Und weil ich aber damals dann schon auf dem Berufskolleg war und eben den Gesellenbrief gemacht habe für Damenmaßschneiderei, hatten wir die Kostüme auch für diese Produktion gemacht. Also ach, das war so, da wurde alles vereint, was mich zu der Zeit interessiert hat. Und was mich aber da wirklich gereizt hat, war dann die Musik, die Oper und dieser Theaterzauber. Aber du hattest kein Instrument oder irgendetwas vorher gelernt? Also du warst unbelegt? Doch, ich habe Geige gelernt. Ja. Also ich komme jetzt nicht explizit aus einem musikalischen Haushalt-Hintergrund. Wir haben jetzt keine Profimusiker in der Familie. Ja. Aber ich habe ein Instrument gelernt, Geige, eben als Kind einfach und dann als Jugendliche eben hobbymäßig Gesangsunterricht genommen. Und ja, so ging das dann ein bisschen los. Ich habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht und hier in Berlin wurde ich dann genommen an der Hans Eisler.
Und wie lange hast du dich da vorbereitet? Das geht ja auch nicht so von heute auf morgen. Für die Aufnahmeprüfung? Ja. Also das war dann tatsächlich ein halbes Jahr, musste ich mich dann da schon reinknien, weil ich eben Quereinsteiger war und Musiktheorie und sowas. Ja. Gehörbildung, das hat mich jetzt überhaupt nicht tangiert davor. Also da musste ich mich dann nochmal hinsetzen und tatsächlich auch die Nachprüfung in Berlin an der Hans Eisler machen, weil ich da beim ersten Mal einfach durchgerasselt bin. Und zum Glück, ich hatte die volle Punktzahl beim Gesang, aber Musik, Gehörbildung und Theorie war nicht so ganz üppig. Also hat man gesagt, ja, kommen Sie doch in 3 Monaten nochmal, frischen Sie es auf. Wie schön, wunderbar, dass man das machen konnte. Ja, ne? Das war super, dass ich das machen konnte, aber das war auch total nervenaufreibend, weil das hieß, okay, ich bin eigentlich drin, aber wenn ich es jetzt versemmel, dann bin ich wieder nicht drin. Also aber es hat Gott sei Dank geklappt und als Stuttgarterin dann nach Berlin zu kommen, sowieso das Mekka dann, das war dann wunderbar. Und ich habe dann hier in Berlin studiert an der Eisler bei Renate Faltin, zu der ich auch heute immer noch gehe, wenn ich neue Rollen lerne, wenn ich ihre Hilfe brauche. Und bei Julia Varadi war ich dann auch. Mhm. Und wenn es die Zeit zulässt, gehe ich auch nach wie vor dann noch zu Brigitte Fassbender nach München für neue Rollen. Ja. Ja, genau. Was war denn auf deinem Karriereweg so der wichtigste und beste Tipp, den dir ein Lehrer oder eine Lehrerin mitgegeben hat, um da durchzuhalten, deine Stimme schön zu entwickeln und so weiter? Ja, ach, ganz viel eigentlich. Also bei Renate Faltin habe ich eigentlich alles gelernt. Und natürlich die technischen Voraussetzungen, das ganze Handwerkszeug, das sie mir an die Hand gelegt hat und auch immer noch tut. Aber bei ihr vor allen Dingen im Unterricht war auch immer wichtig, dass so der Branchenaspekt schon mit einfließt. Sie hat selbst in der DDR sehr lange sehr viel gesungen, war die Königin der Nacht überall und weiß also, wie das Business funktioniert. Sie war nicht nur Lehrerin und ihr war es immer wichtig, auch schon mir über das Theater und wie man sich verhält und was wichtig ist, auch so neben einem Rollenstudium und so, das zu vermitteln. Und was wäre das zum Beispiel? Kannst du da so einen Tipp? Ja, also was sie mir gesagt hat, und das ist eigentlich ganz simpel, aber das ist, dass ich bei mir bleibe, dass ich ruhig bleibe und dass ich dass ich gucke, dass es mir gut geht. Und das ist so simpel eigentlich, aber für jemanden, der immer eher guckt, dass es den anderen allen gut geht und so, ist das eine wichtige Lektion, denn letztlich als Sänger bist du alleine auf der Bühne nachher und es zählt nur, dass der Lappen auf gut Deutsch dann hochgeht, aber du musst gucken, dass du immer in deiner besten Voraussetzung und Version da stehen kannst und das muss ich mir auch als Mantra immer wieder sagen, so guck, dass es dir gut geht und das bezieht sich dann auch auf nicht nur die Stimme, sondern auch wie deine Rolle angelegt ist, wofür man dich ja jetzt auch sehr viel lobt, für deine Art, die Sachen zu spielen, dich zu präsentieren. So, das spielt auch alles mit einer Rolle. Absolut. Oder auch Nervosität zu begegnen. Ja, eben, genau. Ja, das ist ja das, man steht da ja als Gesamtpaket immer und es ist nicht nur die Gesangssache an sich, sondern das Gesamte einfach. Denn ich habe ja beobachtet, wie gesagt, ich kenne dich ja jetzt doch schon eine ganze Weile, ich habe gesehen, dass du nicht nur an deiner Stimme gearbeitet hast, also das ist sowieso noch einmal viel schöner geworden, aber auch an deiner Präsenz und Spielfreudigkeit. Und da würde ich gerne verstehen, was trainiert man denn da besonders? Also wie kommt man dazu, dass man lebendiger wird oder dass man sich traut, etwas mehr von sich zu zeigen, was man selbstverständlich am Anfang als ganz junge Absolventin noch nicht so kann? Was hast du da trainiert? Ach, das ist eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung. Also das war sehr gut, dass ich erst mit kleineren Rollen und mittleren Rollen vertraut wurde und so auch erst mal dann Bühnenluft schnuppern konnte und in die Deutsche Oper, diese ja wirklich riesige Bühne, reinwachsen konnte und da Erfahrungen sammeln konnte. Und dann ist das ja ein Beruf, der funktioniert nach der Methode Learning by Doing. Ganz, ganz wichtig natürlich. Natürlich muss ich die solide Technik haben, die Voraussetzungen dafür und so. Ja, sonst kannst aber du an der Deutschen Oper wahrscheinlich auf dich sicher, gar nicht natürlich sehen. Ja, das stimmt. Ja, aber gerade was diese Rollengestaltung dann angeht, da muss man doch seine eigenen Erfahrungen sammeln und das sind auch Sachen, die kann einem niemand an einer Hochschule dann beibringen. Das geht nur, wenn man sich freischwimmt und mit seinen Sachen die Rollen. Und wie trainiert man das? Also wenn man den Orlowski zum Beispiel spielt, eine Männerrolle und so eine ganz andere Genre sozusagen und dann wieder zur Fricka, so eine ganz große Frau. Also wie stellst du dich da drauf ein, auf so einen unterschiedlichen Partien? Ja, also so ein Rollenstudium beinhaltet ja nicht nur die Musik, den Text zu lernen, sondern auch zu gucken, was ist das für eine Person, was hat die für einen Hintergrund, was sind ihre Motive und also all das so. Also das machst du auch tatsächlich? Ja, das gehört ja dazu und wenn ich da meine Hausaufgaben mache, dann bin ich auch nachher umso freier auf der Bühne, weil ich all dieses Hintergrundwissen für mich schon habe und natürlich ist dann die Probenarbeit mit dem Regisseur, mit der Regisseurin auch da maßgeblich verantwortlich, je nachdem wie das Konzept ist,
befruchtet das natürlich auch meinen Gedankenprozess und dann bin ich jemand, der da immer weiter dran rumbastelt. Ja. Das denke ich mir, so setze ich dich auch ein. Du hast eigentlich immer ganz, ganz tolle Kritiken. Ich habe gar nichts irgendwo Negatives sehen können. Aber wenn es negative Kritik gegeben hat oder gibt, macht dir das was aus oder wie begegnest du dem? Ja, also das kommt immer so ganz drauf an, von wem das kommt und wie es auch formuliert ist. Als Sänger ist man ja also einem Feedback immer ausgesetzt und das ist ja auch ganz essentiell für uns, weil wir uns selber nicht hören bzw. anders hören. Also da muss man gucken, dass man die wichtigen Leute um sich schart, deren Meinung man wirklich blind vertrauen kann. Und wenn jetzt da was käme, hör mal, da hast du jetzt den Ton versemmelt oder so, das weiß man natürlich meistens schon selber, das ist dann natürlich was, was ich dann ernst nehme und woran ich arbeite, aber ja, ansonsten... Aber es würde dich nicht runterreißen, also du würdest dem schon, du hast schon Mechanismen sozusagen, um dem zu begegnen. Ja, natürlich ist es nicht schön, aber genauso charmant und schmeichelhaft, wie diese sensationellen Kritiken sind, man muss das alles in der Relation sehen und die Superlative überschlagen sich ja dann bei Kritiken ganz oft in beide Richtungen, also das stimmt. Da muss man schon so ein bisschen normal bleiben. Ja, stellen wir uns mal vor, es wäre Corona, aber wir würden das ignorieren. Ja, welche Rollen, Debüts und weitere Schritte würden denn kommen, gäbe es Corona nicht? Wir beide wissen ja noch nicht, wie lange es noch dauert. Was wäre denn jetzt so die nächsten Schritte gewesen am Haus? Also am Haus, die nächsten Sachen ohne Corona wären jetzt erstmal im Hänsel, im Dezember dann Hänsel und Gretel wieder. Der Hänsel, immer schön, singe ich immer gerne die Rolle. Ah ja, richtig, genau, da habe ich natürlich auch schon gesehen. Vor allem in der süßen Inszenierung hier. Ja. Und dann hätte ich die Matthäus-Passion, also das wäre auch wirklich eine tolle Sache so. Und dann natürlich das Rheingold, Ende der Spielzeit, da freue ich mich dann, die Fricka wieder besuchen zu können. Und ganz anders. Aber die ganze Vorgeschichte jetzt endlich erzählen zu können. Ja. Und auch das Lied von der Erde mit Sir Donald, da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Hier, Konzertant, Ende der Spielzeit. Und dann sind so ein paar andere Sachen als Gastengagement geplant. Im Februar sollte ich meinen ersten Sesto singen, der wurde jetzt wegen Corona abgesagt. Jetzt hat man ihn auf kommenden Februar verschoben in Bergen. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Und ja, mein Debüt in London am Royal Opera House im Sommer dann und in Bregenz auch wieder. Als was wäre das Debüt? Das ist, glaube ich, noch gar nicht veröffentlicht. Von daher darf ich das, glaube ich, noch nicht sagen. Kannst du es andeuten? Dann habe ich was ganz Neues. Ja, es ist wieder deutsches Fach, aber mal sehen. Okay, wir raten dann vor uns hin. Eine sehr kleine Auswahl bleibt dann, Nee, aber ich weiß es nicht. Aber du hast ja nichts verraten. Nee. Ja, was ist denn für dich persönlich jetzt in dieser Zeit? Also wir haben eben schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Der November ist etwas ruhiger als geplant. Was machst du? Was hoffst du zu lernen? Oder machst du mal gar nichts? Wie ist die Corona-Pause für dich? Alles davon, genau. Mhm. Ja, also es gibt ja immer was zu tun. Und das große Glück ist hier, dass das Haus weiterhin für uns offen ist. Wir können auch Coachings haben. Also wir können weiterhin einfach Rollen lernen und Partienstudium da betreiben. Und da gibt es jetzt Rollen, die ich vorbereiten muss und auch gerne kann. Das tue ich natürlich. Also ich denke, es ist wichtig, dass man jetzt einfach positiv und produktiv auch bleibt. Aber natürlich mache ich dann auch mal nichts. Und in der Regel gehe ich ganz gerne dann in Museen und auf Antikmärkte. Ja, alles auch nicht mehr so. Das ist zurzeit jetzt auch schwierig, aber dann muss man halt vielleicht andere Sachen finden. Vielleicht schneidest du ein bisschen was oder so. Das wer weiß, vielleicht greife ich wieder zur Nähmaschine. Ja. Dabei muss man ja sagen, als Ensemblemitglied geht es dir ja noch verhältnismäßig gut, verglichen mit vielen anderen jungen Kollegen. Da frage ich mich, was wäre denn dein Rat an junge Sänger oder Sängerinnen? Sollen die weitermachen, wenn sie noch nicht irgendwo fest sind? Was sollen sie tun? Was wäre denn so ein Rat von dir an junge Kollegen in dieser schwierigen Zeit? Oh, also da will ich mir gar nicht anmaßen, da jetzt einen Ratschlag zu geben. Das ist ja so eine individuelle und persönliche Entscheidung. Also genauso wie den Beruf überhaupt zu ergreifen. Ich würde einfach sagen, nicht aufgeben und einfach weitermachen und die Kraft aus der Musik schöpfen, aber jetzt da großartig Tipps und Tricks zu geben. Und man muss ja wirklich sagen, es hängt ja auch davon ab, wie man eigentlich überhaupt noch über die Runden kommt, in den unterschiedlichsten Situationen. Deswegen meine ich, es ist so individuell da. Weil ich frage deswegen, ich habe vor einiger Zeit gehört, dass Leute,
jungen Sängern raten, den Beruf zu wechseln, also rauszugehen aus diesem Fach. Und das ist eine sehr harte Geschichte, finde ich, wenn du so fast schon auf einem Weg Ja, das finde ich auch. Ja. Also der Rat kommt dann reichlich spät, würde ich sagen. Ja. Also diese Frage muss man sich natürlich stellen, bevor man anfängt zu studieren oder so. Man muss für die Sache brennen. Und wenn man irgendwie Zweifel hat oder denkt, ach, ein Medizinstudium oder irgendwas anderes wäre auch toll, dann sollte man das tatsächlich vielleicht auch machen, denn der Beruf ist nicht leicht und er wird auch nicht leichter werden in der Zukunft. Mhm. Man muss da hundertprozentig dahinter stehen. Ja, mit und ohne Corona kann man das eigentlich sagen. Das ist das ja auch nicht, generell, nicht gesagt, dass man es schafft, auch ohne eine Pandemie. Ja, ne? Genau. Absolut. Ja, du singst die Dorabella in Mozarts Così fan tutte oder den Prinzen Orlowski, von dem wir schon eben gesprochen haben, in der Fledermaus, ebenso wie die Fricka. Viele andere Partien hast du gerade schon angesprochen. Welche Partie hat dir denn am meisten Spaß gemacht oder war das je nach Phase? Und welche Partie hat dir das meiste abverlangt? Ja, Spaß haben mir ganz viele Rollen gemacht. Also eigentlich macht mir immer die Rolle am meisten Spaß, die ich gerade erarbeite, weil ich, und das beschäftigt mich aktuell. Und selbst wenn es Wiederaufnahmen sind und ich die Rolle schon gesungen habe, ist es doch immer wieder anders, weil die Kollegen anders sind oder irgendwas ist immer neu. Oder man ist natürlich selber auch nochmal vorangekommen und will was anders machen oder so. Aber natürlich der Orlowski oder so, solche Rollen, die machen immer Spaß, das ist klar. Und die Rolle, die mir am meisten abverlangt hat, das war, denke ich, das kann ich sicher sagen, das war der Adriano in Rienzi 2019 hier am Haus. Oh ja, das kann ich, ja stimmt, das habe ich eben vergessen. Ja, das ist genau, eine ja, das Partie. War ein ganz schöner Ritt. Ja. Das hat sich unheimlich für mich dann gelohnt am Ende, weil mich diese Rolle so nach vorne katapultiert hat, was jetzt mein eigenes Lernen angeht, mein Singen, auch wie ich über Rollen nachdenke und so. Also die Rolle ist einfach sehr lange, hoch, tief, dramatisch, lyrisch, da ist alles drinne. Und auch szenisch wurde einiges abverlangt. Da habe ich unheimlich viel lernen können. Und das war auch super dann für die Fricka. Also ja, natürlich. Das hat mir die nötige Ruhe gegeben. Ja, genau. Das verstehe ich. Annika, du warst ja schon sehr viel unterwegs, an vielen Häusern, bei Festivals und so weiter. Wo hat es dir, natürlich außer an der Deutschen Oper Berlin, denn besonders gut gefallen? Da gibt es so ein paar Adressen. Also wo ich unheimlich gerne gesungen habe und auch immer wieder gerne hin zurückgehe, ist Bergen in Norwegen tatsächlich. Ich mag das Skandinavische sehr und die Stadt ist wunderbar, vereint alles landschaftlich, hat Berge, Meer, alles. Und das Haus ist tatsächlich auch ganz toll. Also da bin ich immer gerne und ansonsten war Paris natürlich auch toll. Da habe ich 2017 die Zauberflöte in 17 Vorstellungen gesungen. Dann hatte ich dadurch die Möglichkeit, 2 Monate in Paris zu sein. Das war natürlich auch eine ganz tolle Zeit. Und in Bregenz ist auch immer toll im Sommer am See. Und das ist ein tolles Festival. Also da gibt es so viele Adressen. Ja. Gibt es noch eine Wunschadresse, wo du noch nicht warst? Warst du schon an der Met? Da war ich noch nicht, ja. Gut, da wäre ich natürlich auch gerne, ja. Das kommt ganz wunderbar. Ja, vielleicht hören heute die richtigen Leute zu. Genau, also wenn die Met dann wieder aufmacht, dann nur mit Annika genau, Schlicht. Alles klar. Ich werde das irgendwo posten. Ach nee, da dürfen auch noch mehr, aber genau. Ja. Genau. Ja, wenn sich die Welt wieder ein wenig in normaleren Bahnen bewegen wird, was sind denn deine nächsten Stationen, außer den kurzfristigen, die wir genannt haben? Und was willst du unbedingt noch singen? Was ist denn deine Traumpartie? Oh, das ist eine lange Liste. Da gibt es viele, viele schöne Rollen, die ich gerne machen würde. Also eine Sache, die jetzt ohne Corona eigentlich gekommen wäre, wäre die Laura in La Gioconda gewesen. Ja, oh ja. Das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Das ist jetzt nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Mal sehen. Ansonsten über einen Octavian würde ich mich aktuell sehr freuen oder einen Komponist. Dann später natürlich auch eine Brangäne ist eine absolute Traumrolle von mir. Eine Eboli irgendwann mal, also so im italienischen Fach auch noch mehr Rollen. Da gibt es viele schöne Sachen. Eine Charlotte in Werther, da gibt es tolle Sachen zu singen. Wie ist das denn? Wie legt man denn sich sozusagen solche Träume, wie erarbeitet man die sich denn? Also du sag mal, du willst die Brangäne vorbereiten. Lernst du das dann irgendwann und präsentierst das? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wenn man jetzt nicht explizit schon einen Termin hat oder so, dann macht das für solche großen Rollen auf jeden Fall Sinn, wenn man die für sich schon im Vorfeld anlernt oder so und auch schon durchsingt, dass man einfach auch gucken kann, wie liegt die Rolle für mich und wäre das was für die Zukunft und so. Absolut, genau. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel eine perfekte Sache für Corona. Die Brangäne habe ich jetzt nicht aktuell geplant. Ja, aber du hast ein bisschen sich damit beschäftigt. Ja, absolut. Sehr schön. Ja, du hast auch schon mit vielen unterschiedlichen Dirigenten
Gitarristen zusammengearbeitet, Barenboim, Suvimeta, Donald Runicles. Wie ist das denn mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten? Haben die auch einen unterschiedlichen Stil zu dirigieren? Und wie stellt man sich als Sängerin darauf ein oder stellt sich der Dirigent mehr auf den Sänger ein? Wie können wir uns das denn vorstellen? Ich glaube, es ist gegenseitig immer so. Also natürlich ist jeder Dirigent anders, aber so ist jeder Mensch anders. Also am Ende des Tages arbeitet man ja mit Menschen und man muss so oder so gut zusammenkommen und so. Da hilft es einfach immer, wenn man selber so gut wie möglich vorbereitet ist. Das hilft immer, ja, wenn man das eine Sache kann. Generell, ja. Ja, genau. Aber um da Missverständnisse dann vorbeugen zu können oder so, ist das immer ganz gut. Und die Sprache ist die Musik, das ist das, was schon geschrieben ist, das sind die Noten und ja. Von daher ergibt sich da immer ganz viel von selbst eigentlich. Was ist denn für einen Sänger gut, wenn ein Dirigent erstmal vorher mit dir spricht und zuhört, ein bisschen sich im Tempo mit dir verständigt oder macht er das und du ziehst mit? Also was ist da die Vorgehensweise? Ja, das macht man dann als Sänger natürlich, ja. Also so ist es oft, dass es Anspielproben gibt und ja. Der Dirigent erstmal sich selber hinter den Flügel setzt oder so und mit den Sängern alleine arbeitet. Verstehe. So ist das oft, bevor man dann aufs Orchester trifft, dass man einfach da schon Fragen geklärt hat und so. Das ist super. Und ebenso ist natürlich auch die Frage nach den Regisseuren. Ich glaube, das kann auch manchmal ganz schwierig sein, je nachdem, mit welchen Regisseuren man arbeiten muss. Deine jüngste Probenarbeit war wahrscheinlich die Walküre, die war geprägt von Corona. Aber wie ist es denn für dich, mit Regisseuren zusammenzuarbeiten? Würdest du dich wehren, wenn etwas gar nicht möglich ist? Du müsstest Zeichen springen, Ball spielen, irgendwas tun und singen oder andere Dinge abverlangen. Gibt es da für dich so einen Punkt, wo du sagst, da kann ich das nicht mehr zeigen, was eigentlich die Rolle verlangt? Also ich glaube, den Punkt gibt es für jeden. Die Frage ist nur, wie weit es geht. Und ich hatte zum Glück noch nie die Situation, dass ich jetzt wirklich sagen musste, nee, stopp, so, das geht zu weit, so geht das nicht. Also es ist ja ganz oft so, dass man dann eine Lösung findet. So. Also dann, und ganz oft ist auch was gemeint, ja, meint der Regisseur was eigentlich auch in die Richtung geht, die man selber meint, aber er sieht es halt noch nicht. Und also man findet da eigentlich immer eine Lösung. Aber bei der letzten Probe mit der Walküre habt ihr ja wahrscheinlich erstmal euch überhaupt mit dem Thema Corona beschäftigen müssen. Ja. Und dann wart ihr getestet und konntet das gut abarbeiten, ja? Genau, ja. Ja. Also da waren wir so in unserer Walkürenblase drin, weil wir getestet wurden. Aber auf der Probebühne konnten wir uns ganz normal miteinander verhalten. So, das war dieser auserlesene Kreis. Ja. Und das war natürlich unfassbar privilegiert und super, dass wir das machen konnten. Und da gab es ja auch nichts aus Sängersicht, was nicht funktionieren konnte bei der Inszenierung. Nein, gar nicht. Die Arbeit war super. Ja, ja, genau. Ja. Und wir waren natürlich alle Feuer und Flamme, überhaupt wieder proben zu können. Also ganz ehrlich, viele von uns haben gedacht, so, das ist super, dass wir uns jetzt hier zum Proben treffen und wir getestet werden. Und das allein ist schon toll. Aber wahrscheinlich wird das nie zur Premiere kommen, weil wenn dann auch noch das Orchester dazukommt und alle getestet werden, da wird es doch sicherlich irgendwo ein Fall geben und dann, also wir hatten gehofft, aber hatten es gar nicht gewagt irgendwie dass wir das schaffen. Ja. Jetzt sind wir am Ende des Podcasts und diejenigen, die häufig zu Gast bei meinen Showfixes waren oder unseren Podcast schon kennen, wissen es. Meine letzte Frage lautet natürlich, was war dein schlimmstes oder schrillstes oder schönstes Erlebnis an der Deutschen Oper Berlin am liebsten oder auch an einem anderen Opernhaus? Also richtig schlimme Erlebnisse hatte ich so zum Glück noch nicht. Jetzt die aktuelle Situation ist natürlich schlimm. Also das ist da bestimmt beispiellos. Sicherlich die ganzen Absagen, die es gibt, die Ungewissheit so. Ja, das gilt aber sowieso, genau. Und ansonsten nicht direkt an der Deutschen Oper, aber relativ am Anfang meiner Karriere habe ich in einer Vorstellung starkes Nasenbluten auf einmal bekommen. Und das war dann aber so ein Stück, wo man viel auf- und abtreten musste. Und das waren ganz schnelle Wechsel und ja, da konnte man dann auch nicht einfach unterbrechen oder so. Da musste ich mir dann eben zwangsläufig die Klopapier in die Nasenlöcher stopfen und dann musste es halt so weitergehen. Und kann man damit dann singen? Ja, das klang also für mich auf jeden Fall dann sehr interessant so. Aber nasal. Es ging auf jeden Fall, aber es war auf jeden Fall. Aber du hast durchgestanden. Ja, genau. Ja. Ein schrilles Opernerlebnis war als Beobachterin, als Zuschauerin doch auch vielleicht die Fledermaus, in der die Drehscheibe sich natürlich. Nicht Ach Gott, ja, natürlich. Das war speziell. Hat. Ja,
das war speziell. Ich habe einem französischen Ehepaar neben mir versucht zu erklären, was der Roboter im Biedermeierzimmer macht, aber ich glaube, die haben mich nicht verstanden. Wie war das denn für euch? Ja, interessant, ja. Also wir kamen an dem Tag wie immer dann in die Maske und in die Oper und dann hieß es nur von der Inspizienz so, ja, die Drehbühne will heute leider das nicht. Das war ja ganz kurz vorher erst. Das war ganz, ganz kurzfristig und man hat auch noch probiert, aber das ist dann, das geht dann halt nicht und ja, dann muss man eben improvisieren und das hieß dann für uns alle, wir spielen einfach die gesamte Oper im ersten Akt Bühnenbild und das ist ja in der Inszenierung hier dieses Biedermeierzimmer. Genau. Das funktioniert für den ersten Akt wunderbar, wie ist ja so vorgesehen. Für den zweiten, wo dann der Orlowski eben auftritt, ist das dann doch etwas speziell. Genau, du bist dann auch ins Biedermeierzimmer aufgetreten, genau, das war schräg. Und eigentlich ist ja seine Spelunke so ein bisschen so ein Keller war so das ein eigentlich, Keller eigentlich so ein Partykeller. Das war dann auf einmal doch etwas gesetzter vom Ambiente, so genau. Und wie habt ihr euch verständigt vorher? Also es hieß dann, spielt genau das, weil die Tänzer konnten ja nicht auf die Bartwesen oder es war, ich weiß jetzt im nicht mehr genau, wie Akt es war. Im zweiten Akt ist eigentlich eine große Freitreppe, die ist im ersten Akt nicht. Also es war viel enger dann auf der Bühne und man musste dann einfach mehr nach rechts und links gucken, mehr den Platz für die Tänzer machen und so weiter. Aber es geht dann auch alles. Also irgendwie geht es dann doch und ja, also so unvorhergesehene Situationen sind dann auch für uns Künstler auf der Bühne immer ganz spannend. Da passieren dann auf einmal Dinge, logischerweise, die so nicht vorgesehen waren. Ja, ich habe auch einen Teilmeister ab und zu mal lachen sehen oder auch mal den einen oder anderen grinsen, weil es war einfach dann doch ein bisschen genau, aber schrill. Ich glaube, das war eine Silvestervorstellung oder so. Oder das war am zweiten Weihnachtsfeiertag, glaube ich. Oder so, ja. Also genau. Sowieso irgendwie große Feierstimmung bei allen. Also von daher, das war in Ordnung. Bis auf die Franzosen, die wahrscheinlich immer noch überlegen, was sie gesehen haben. Das tut mir leid, aber die können wir einfach nur noch mal einladen. Ja. Genau, das werden wir auf jeden Fall tun. Ja, das war's schon wieder. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst und ich wünsche dir ganz viel Glück für die Zukunft, die großen Partien, die du noch singen willst. Bleib gesund. Ja. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch den Herbst und Winter und auf Wiederhören beim nächsten Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Vielen Dank und tschüss.